Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dank unserem Michi kann ich euch endlich Frostpunk zeigen, nachdem ich ein paar Schwierigkeiten beseitigt habe mit meinem Grafikkartentreiber. Der hat mich nämlich nicht zusammen aufnehmen lassen und Frostpunk spielen. Ja, das wollte er nicht. Der hat nämlich auch Schwierigkeiten mit Alt-Tab gehabt. Der neue. Ich hoffe, dass das bald gefixt wird. Aber ich muss jetzt erstmal das Audio ein wenig runterstellen von der Musik. Die ist doch ziemlich laut. Vielleicht muss ich sie in-game gleich ein bisschen lauter machen. Ich hatte kurz reingespielt wegen der Steuerung, habe dann wieder ausgemacht. Ja, und dann wollte ich für euch aufnehmen, aber leider ging es nicht. Ich würde mal sagen, die Kälte kann kommen. Der Arsch geht auf, sprichwörtlich auf Grundeis. Wir können in verschiedenen Szenarios wählen. Aber wir müssen mit der Hauptgeschichte anfangen. Weil durch die Hauptgeschichte spielen wir erst die nächsten Szenarien frei. Wenn ich das letzte Szenario haben will, muss ich das davor machen. Also, dann starten wir mal durch. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Dann wollen wir mal loslegen. Bis gleich. Der Ladebildschirm geht gerade ziemlich lange. Aber ich werde es euch nicht rausschneiden. Dann müsst ihr da mal vorspulen. Normal ist der irgendwie kürzer. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We lost our world to snow, and with it, our last traces of humanity. Farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was
was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey. And we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Nochmal herzlich willkommen zu einer Runde Frostpunk. Ja, wir starten gleich durch mit unserer letzten Stadt auf der Erde. So, ich habe es auf Deutsch, nicht auf Englisch, weil ich es mir erst nach Release bekommen habe. Was müssen wir? Ach, den Generator zum Laufen bringen. Gut. Das kriegen wir hin. So. Wo sind denn... Da sind unsere Leute. Was ist das? Ah, unser kleines Vorratslager. Okay. Wir haben... insgesamt... 80 Menschen. Davon... 15 untätige Ingenieure und 50 untätige Arbeiter. Die wollen eingeteilt wissen. So, was brauchen wir denn? Oder was können wir denn bauen? Ah, Zelte können wir schon mal bauen, das ist gut. Dann setzen wir doch mal hier Zelte hin. Wie viel können wir denn bauen? 3. Okay, jetzt brauchen wir Ressourcen. Was sagt denn das Tutorial? Die Bewegung, das habe ich schon raus. Okay. Einleuchtend. Rohstoffe, genau. Wie machen wir das denn? Also ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Ich werde nur so mal zwischendurch lesen. Wer es nachlesen möchte, der möge bitte Stopp drücken. So. Wo haben wir denn... Kohle. Was ist das? Kohle, das ist gut. Dann müssen wir noch die Leute einteilen. Arbeitszeit ist von 8 bis 18. Was ist das? Mindestens ein Arbeiter erforderlich. Arbeitskräfte werden Kohle gewinnen. Ja. Wir haben ja genug davon. Dann schicken wir da mal 15 hin. So. Was brauchen wir als nächstes? Holz. Was ist das? Stahltrümmer. Nein, die brauchen wir nicht. Holz. Was ist das? Auch Holz? Das ist ein bisschen näher dran. Obwohl, wir können beide ansteuern. Oder was können wir... was gibt es denn für Rohstoffe zum Bauen? Okay, da brauchen wir 40 Holz und 20 Stahl. Schitte. Ach, wir haben 10 Stahl. Aber zu wenig Holz. Ich glaube, wenn wir das Holz zusammenstellen, dann machen wir da mal eine Sammelstelle. Dann brauchen die nicht immer so weit laufen, glaube ich. Wir probieren das mal aus. Ich weiß es echt nicht. Auf jeden Fall ist es arschkalt und wir können den Generator... Können wir schon anschmeißen? Okay. Verschiedene Dampfstufen. Okay. Dann haben wir noch was? Bereichseinstellung. Das muss man erforschen. Okay. Was ist das? Wärmesicht. Ja, was sollen wir das sagen? Wärmesicht. Ah! Okay. Aktuell keine Aktivität. Allgemein. Alter, ich glaube, da kommen wir noch im Laufe des Spiels hinter. Da sieht man die Kälteregion. Okay, das ist alles kühl. Das ist erträglich. Da, wo es die Farbe hat, das wäre komfortabel. Okay, das ist kalt. Sehr kalt.
Alles klar, okay. Wir machen den jetzt aber trotzdem mal an. Ui. Das sieht gut aus. Ich hoffe, es bringt auch was. Aber der ist gerade ziemlich laut. Wo haben wir denn SFX da? Ich glaube, so reicht auf 5. So, ich habe das vorher nicht getestet. Ich sage ja, ich habe nur kurz angespielt, um wegen der Steuerung zu gucken. Und habe dann wieder ausgemacht. Und dann ging es ja nicht mit der Aufnahme. So, wir haben jetzt 89 Bäume. Vielleicht sollten wir die mal... Wo waren das jetzt? Hier nicht. Ja, hier. Da bauen wir die mal hin. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Weil noch steht das Ding ja nicht. Und... Wir beschleunigen mal, das ist das Schöne eben hier dran. Wir haben Pause, normale Geschwindigkeit, doppelt und dann dreifach oder so. Ich habe jetzt mal auf doppelte Geschwindigkeit gestellt. Oh, was ist da denn? Stopp, halt. Oh! Unterkunftsprobleme, mit Dach über den Kopf, über den Köpfen. Captain, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Bei dieser entsetzlichen Kälte im Freien schlafen zu müssen, macht sie krank. Wir sollten etwas unternehmen. Ja, das sind diese Sachen, die im Frostpunk auch angesprochen werden. Man muss Entscheidungen treffen und jede Entscheidung wirkt sich auf die Bewohner aus. Gut ist natürlich, wie sehe ich gerade, dass man hier sehen kann, wie sich das auswirkt und dabei steht, wie viel Zeit ich habe. Aber wir sollten doch schon allen eine Unterkunft bieten. Müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen. Können wir denn weiter Häuschen bauen? Ja, Zelte können wir bauen. Kriegen wir hin. Beim Gucken schließt er da an. Ja. Wie viele Zelte haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Das müsste passen, ne? Würfel schlafen in ein Zelt? 10. Dann passt das. Dann kriegen wir das hin. Was können wir denn noch alles bauen? Gesundheit? Eine Sanitätsstation. Das ist gut. Das ist schön. Nahrung? Ein Speisehaus? Eine Jagdhütte. Gut. Rohstoffe haben wir. Das Depot und die Sammelstelle. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Was haben wir? Technologie? Eine Werkstatt? Okay. Die brauchen wir dann neben der Krankenstation, glaube ich, dann als nächstes. Weil ich glaube, das macht Sinn. Straßen können wir auch bauen. Ja, wir haben noch nicht genug Holz. Lohnt nicht. Oh. Müssen wir echt an dem Gebäude... eine Straße bauen? Finde ich jetzt aber gar nicht toll. Weil wir haben doch kein Holz. Und so wie es aussieht, machen die Arbeiter nichts ohne Straße. Das ist gut, dann brauchen die nämlich nicht mehr durch den Sand. Seht ihr, hier haben sie... den Weg erst durch den Sand, durch den Schnee. Hier hinten auch. Aber das wollen wir ja nicht. Oh, was jetzt schon wieder? Die Weisheit der Menge. Captain, wenn Forderungen gestellt werden, denken Sie daran, die Leute suchen meist die schnellste Lösung, nicht die beste. Sie müssen nicht jede Bitte erfüllen. Wenn Sie das Problem auf Ihre Weise lösen, ist das in Ordnung. Na, das ist doch mal nett. Ah, hier geht's auch gut voran. Mit der Sammelstelle. Ich stelle mal ein bisschen schneller. So, was können wir denn jetzt hier machen an der Sammelstelle? Die sammeln Stahl
um Bäume. Arbeitszeit von 8 bis 18, das ist gut. Und hier kann ich einstellen, wie viel. Okay. Haben wir nur 5 Arbeiter? Ach ja, dann muss ich die woanders wegnehmen. Okay, das mache ich dann hier. Dann stecke ich die hier bei. Ui, die Hoffnung steigt. Da bin ich ja beruhigt. So, die lasse ich. Aber noch ein Momentchen da. Was haben wir? 2 Kranke? Oh je. Was ist denn hier mit der Kohle, Leute? Nein. Gut, wir spulen mal vor in der Nacht, weil da tun die ja eh nichts, so wie es aussieht. Außer schlafen. Wie spät haben wir? 5 Uhr. Die ersten sind wach. Da sind sie. Immerhin sind wir noch am Leben. Nicht alle hatten so viel Glück. Auf diese Weise können wir sicherlich eine Weile weitermachen. Dann bin ich ja beruhigt. Aber die müssen mal... Oh. Was ist das schon wieder? Kritischer Engpass. Die Anzahl der Kranken steigt und wir haben nicht genug Material, um eine Sanitätsstation zu errichten. Hoppla. Vielleicht können wir mit den kurzen Schichten konzentrierter Anstrengungen... Dann öffnen wir das Gesetzbuch. Oh. Notfallschichten. Also hier steht auch, was sich dann auswirkt. Es kann bis zu 24 Stunden arbeiten. Die Unzufriedenheit steigt. Ja, aber es nutzt ja nichts. Es nutzt ja nichts. Wir haben ja zu wenig Ressourcen. Also Attacke. Oh, oh. Leute, guckt euch das an. Fast bis zur Hälfte die Unzufriedenheit. Das geht gar nicht. Da müssen wir was gegen tun dann auf Dauer. Sonst hauen uns die Leute bestimmt ab. Ah ne, abhauen glaube ich nicht bei der Kälte, aber sterben. Wir brauchen unbedingt das Material für die Sanitätsstation. Brauchen wir 25 Holz, okay. Ja, die sammeln ja schon. Oh, wir haben's. So, dann macht mal. Oh nee. Okay. Der erste Tote. Ja. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Krankheit, Unfälle, tödliche Kälte. Gesetzbuch öffnen. Friedhof. Wir werden vom Friedhof errichten und Tote würden respektvoll ruhen zu lassen. Dann kriege ich ein neues Gebäude. Die Hoffnung steigt. Kein Krankheitsrisiko durch nicht begrabene Leichen. Hält Einwohner von der Arbeit ab, ist nicht schlimm. Und ich muss einen Friedhof bauen. Und das andere? Neues Gebäude, Schneegrube, keine Krankheitsrisiko. Leichen werden zur möglichen späteren Verwendung konserviert. Du musst eine Schneegrube graben, die Hoffnung sinkt und die Unzufriedenheit... Oh ne. Ach, geht noch nicht. Okay. Weil wir gerade erst das Notfallgesetz hatten. Tod durch Überarbeitung. Oh ne. Dann aussetzen. Das geht gar nicht. Weil sie arbeiten, dass sie tot umfallen. Nein, nein. Das wollen wir nicht. So. Nahrung steht an. Wo setzen wir den Scheiß denn jetzt hin? Aber ich kann ja nur im Kreis bauen, so wie es aussieht.
Dann kommt das dahin. Dann machen wir mal eine Straße. Und dann wandelt die Rohnahrung in Mahlzeiten. Ja, dann müssen wir das Speisehaus bauen. Nutzt ja alle nichts. Vergessen, die Sanitätsdingen in Betrieb zu nehmen. Nur 10? Ah, die sind fertig. Okay, das ist weg. Dann erhöhe ich hier die Jäger. Acht, acht. Okay. Die haben, wann gehen die dann los? Von 18 bis 6, okay. Nahrungsmittel, der Generator stumme beruhigende Wärme, aber die Sonne. Ja, Nahrung ist in Arbeit, liebe Leute. Okay, ich soll eine Signalstation bauen. Was brauche ich denn dafür? Das ist die Werkstatt. Okay, ich brauche erst die Werkstatt und dann die Signalstation. So wie es aussieht. Dann machen wir das. Zwischendurch gucken, entweder sind die Leute gestorben oder die sind krank. Da muss man die Arbeitskräfte mal, so wie es aussieht, ein bisschen erhöhen. Was war jetzt? Ah, ich kann ein neues Gesetz machen, genau. Da wollten wir doch für den Friedhof sorgen. So, jetzt brauche ich eine neue Forschung. Was haben die gesagt? Eine Signalstation, wo ist die denn? Da. Und der Forschungsbaum sieht ja auch in jeder Kategorie anders aus, wie ihr seht. Und um die freizuschalten, müssen wir hier auf die einzelnen Segmente klicken. Aber wir brauchen jetzt erstmal die Signalstation, damit es was wird. So, die arbeiten noch, die holen die Kohle. Haben wir 15 Holz, okay, und 5 Stahl. Ja, dann sammelt doch mal Holz hier. Dann geht's vielleicht schneller. Ach, ja, kann ja auch nicht gehen, ist ja mitten in der Nacht. Aber wie das weitergeht mit der Signalstation und mit der Zufriedenheit der Leute, das seht ihr in der nächsten Folge. Seht ihr, da taucht schon wieder das nächste Problem auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Ich bin raus, euer Depp. Tschüss.